Aber das wird lange Ladezeiten dafür, dass es nur ein Visual Novel ist. Boah, so viel Dialog. Ladezeiten für 1 Stunde Gameplay. Vielleicht sollte er kein Pferd zur Schule reiten. Und vielleicht solltest du nicht auf Tiere zurennen, die du nicht kennst. Es ist schwer zu sagen, wer hier falsch lag. Oh ja, Colonel Sanders ist richtig dreamy. Das Pferd hat wunderbare Hufe. Ich konnte wirklich spüren, wie weich und widerstandsfähig sie waren, als sie sich in mein Gesicht gepresst haben. Oh, aber ich wollte schon sagen, also ich wusste, wie das Kompliment gefällt ihm. Niemand weiß noch gut, gute Handwerkskunst zu schätzen. Doch ich schon. Mit diesen Worten verschwindet Colonel Sanders in die Schule und lässt dich und Miriam zurück. Als sie in den Klassenraum kommen, sehen wir unsere zwei Rivalen, Ashley und Van Van, die etwas wirklich Schlimmes tun. So wie sie sich verstecken, muss es etwas wirklich Schlimmes sein. Sowas wie Rezepte fälschen schlimm. Oder mit verbotenen Zutaten experimentieren schlimm. Oder einen Dämonen beschwören schlimm. Das ist schnell eskaliert. Du hast ständig einen Blick auf das, was sie vorhatten, und du erkennst es sofort. Es ist ein Buch, genau wie das, was du nach deiner Begegnung mit dem Spork-Monster gesehen hast. Das gleiche Buch, das ich gestern gefunden habe. Das Buch ist ein Familienerbstück und seine Inhalte sind geheim. Du merkst, dass sie nicht nur das Buch studiert haben. Sie haben auch Farbe an die Wand genagelt und bewerfen ihn mit Kartoffelschalen, während er versucht, sie mit seinem Mund zu fangen. Sie mobben ihn voll, es geht gar nicht. Wir dürfen nicht mal eingreifen, das ist ja voll doof. Clank fährt über Banbans fleischigen Fuß. You rock, Clank. Pass auf, wie du mit ihm redest. Er hat nichts gemacht. Deine Mutter war ein Standmixer. Was? Das nimmst du zurück. Oh, Clank hat ihn geschockt. Beschütz mich, Colonel Sanders. Diese verrückten Männer fangen gleich an, sich zu prügeln. Ich glaube, es liegt an mir, aber ich bin keinen von ihnen interessiert. Ashley, halt die Fresse. Niemand interessiert sich für dich. Aber wirklich niemand. Ashleys Ton hat sich komplett in einer Sekunde sofort verändert. Sie klimpert mit den Augenbrauen in Richtung von Colonel Sanders. Er muss doch wissen, dass das eine List ist, nicht wahr? Oh, er hier teilt aber gerade aus. Spart es euch für die Arena oder auch nicht, ist mir doch egal. Ich habe hohe Karriereziele. So, nix, Pablo. Wenn du mir jetzt sagen willst, dass du sie interessant findest, dann müssen wir über deinen Frauengeschmack reden. Vielleicht wird sie die ganze Zeit falsch verstanden. Nein. Sie ändert ihren Namen in Ashley. Nein, einfach nein. Bleibt sofort stehen und schnuppert die Luft um dich herum. Etwas hat ihn in einer Trance. Was? Es ist der Geruch, den Colonel Sanders auf dir hinterlassen hat. Sprinkles springt dich an und leckt dir übers Gesicht. Was? Was? Warte, ist Colonel Sanders heimlich der Schulleiter? Und er ist einfach nur, der ist hier undercover. Wenn du die nice findest, müssen wir mit deinem Massenbraungeschmack reden. Meanwhile, Spinny versucht mit einem Massentierhalter zusammenzukommen. Ja, dein Punkt ist, die globale Geschichte meines Lieblings, Foul ist, was für eine Tierart? Geflügels? Geflügel? Mein Lieblingsgeflügel? Das Huhn. Du willst dich auf den Unterricht konzentrieren. Das willst du wirklich. Und deshalb, im Jahr 1776, als die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben wurde, waren es erst die Hühner, die ihre Namen. Und was?
Aber du kannst nicht anders als über Colonel Sanders zu Tag träumen und du verpasst den größten Teil des Unterrichts. Oh nein. Als du wieder zu dir kommst, hältst du mir jetzt eine große Tablett voller Essen vor dir. Nun, Spinny? Oh nein. Was wollen wir probieren? Ich meine, den Hundekeks will er wahrscheinlich selber haben. Das Ding ist wahrscheinlich scharf, aber wahrscheinlich das, was wir machen müssen, oder? Ich habe das Gefühl, wenn wir den Hundekeks nehmen, dann mag uns der Hund nicht mehr. Du nimmst dir das Wasserglas und trinkst es in einem Zug leer. Es ist kühl und, ja. Crisp klingt erstmal nach knusprig, aber das ergibt ja für Wasser keinen Sinn. Prickelnd. Wie der reinste Schnee, der von einer Bergquelle geschmolzen. Was? Seit wann schmelzen Quellen denn Schnee? Hey, was da meinst du? Das war von meiner Lieblingstoilette. Das kostet $6. Was? Was? Und was? Und du hast exzellenten Geschmack. Bevor sich irgendjemand entspannen kann, dimmen sich die Lichter in der Cafeteria. Und deine beiden Rivalen treten ein, um eine dramatische Ankündigung zu machen. Hast du gerade Wasser aus dem Klo getrunken? Anscheinend. Das heutige Mittagessen wird vorbereitet von... Nein, über einen getimten Cook-Off. Oh, ja. Ihr macht hier aber richtig Drama. Wir müssen sie jetzt richtig demütigen. Bitte sag mir, dass Colonel Sanders mit dabei ist. Oh, er ist dabei. Oh nein, aber er guckt nur zu. Zumindest nicht, bis wir den Timer an... Oh, Timer ready. Arrow? Oh je, das ist jetzt aber gerade richtig. Hat der uns gesagt, das war sein Lieblings-Threaten-Wasser gewesen? Ja, und das kostet $6. Oh, jetzt geht's los. Es ist Zeit, Wasser für die Kartoffeln zu kochen. Der Gewinner darf mir den Bauch krauen. Lasst dieses motivierende Angebot euch motivieren. Was? Elf. Er hat gesagt, er hat 11 verschiedene Gewürze. Time to elevate your craft. Dankbarkeit. Deine Klassenkameraden halten zu dir, aber Ashley ist einfach stärker und schneller als du. Du musst wirklich dich ranhalten, wenn du überleben willst. Als du ein Kind warst, hat dein Vater dir gesagt, dass du niemals vergessen sollst, wo du herkommst. Jeden Tag meditierst du auf seinem Rad und ziehst Energie von diesem Ort. Was? Eine kleine Stadt, wo Träume geboren werden. Wir nehmen einfach die komplette Weisheit von Colonel Sanders. Schweigen ist das Geräusch des Erfolgs. Du merkst Colonel Sanders in deinem Augenwinkel. Ich glaube an dich, Spinny. Oh, wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Jetzt kannst du noch an ihn denken. Mit einem einzigen Dessert-Kochbuch. Welches nimmst du? Oh, wir können uns nicht mehr konzentrieren. Oh, wir sind gerade geskriptet, dass wir verlieren, oder? Es gibt einen einfachen Weg oder einen schweren Weg. Du kommst nicht weit, wenn du den einfachen Weg gehst. Ja, alles klar.
Haben wir gerade die Hände in den Mixer gesteckt? Was? Der einfache Weg kann sehr viel schwieriger sein. Das war aber gerade geskriptet, dass wir verlieren müssen, oder? Nein, es wäre nicht fair, die zwei zu vergleichen, wenn man Spinnys Verletzung bedenkt. Aber du solltest uns wohl sagen, was du vorhattest. Naja, weil ich die Süßeste bin, bin ich direkt zum Dessert übergegangen. Alles klar. Vor allem dieser Streifen einfach. Sieht schön aus, aber kann man nicht essen. Oh, jetzt macht sie sich an Colonel Sanders ran, das geht gar nicht. Alles klar. Colonel Sanders scheint ja, interessiert, aber nicht beeindruckt zu sein, als er seinen Finger in die Schokoladensauce tippt. Simplizität ist nicht deine Stärke, nicht wahr, Ashley? Oh, er burnt sie jetzt. Lassen wir uns vom Hass durchströmen? Ich würde sagen, ja. Die Flammen sorgen dafür, dass unsere Augenbrauen Feuer fangen und zu Asche verbrennen. Und sie fallen von unserem Gesicht. Was bedeutet, dass die Leute es schwer haben werden, unsere Gefühle für den Rest des Semesters verstehen. Vielleicht für immer. Was? What? Hätten wir das überhaupt gewinnen können? Also ich habe das Gefühl, das war sehr geskriptet. Was meinst, glaubst du, machen die Leute eigentlich mit dem Badewasser? Ich weiß nicht, ob ich das wissen will, was die Leute mit dem Badewasser machen. Und ich denke da erstmal an die Kerzen von Gwyneth Paltrow. Es ist Colonel Sanders. Er ist wahrscheinlich hier, um dir zu sagen, dass er und Ashley sich ineinander verliebt haben und sich entschieden haben zu heiraten. Und er wird dich nicht mehr fragen, das Catering bei deiner Hochzeit zu machen, weil du ein schrecklicher Koch bist und eine schreckliche Person. Genau das, was ihr gerade denkt. Ja. Versuchst es vor ihm zu verbergen, aber er geht direkt auf dich zu. Ich weiß, dass es dir gerade wehtut. Nicht nur von der Niederlage gerade, aber auch von der Begegnung mit dem Mixer und dem kleinen Feuer. Wir sollten uns das an. Wir sollten das. Das sollte sich ein Arzt ansehen. Oh, jetzt machen wir gerade einen, aber auf voll. Jetzt stoßen ihn voll weg. Scheitern ist ein Teil des Lebens. Nicht nur für dich, aber für uns alle. Denkst du, ich habe noch nie etwas versagt? Oh, jetzt wird er wieder total wholesome. Das ist genau, was ich denke. Ja, da denk nochmal. Ich war nicht immer der Mann, den du vor dir siehst. In der kulinarischen Schule eingeschrieben. Super, super attraktiv, erfolgreich und motiviert. Also, attraktiv schon. So wurde ich geboren. Aber ich bin andere Pfade gelaufen und ich bin auch in Sackgassen gegangen. Was war ein Obstetrician? Das ist doch irgendeine Art Arzt, oder? Ich hatte was Gerechtigkeit angeht, aber ich habe auch als Anwalt versagt. Und ich hatte auch Passion, was Mastvieh angeht, aber ich habe selbst was? Mule ist doch ein Packesel. Das war besonders erniedrigend. Packesel können so grausam sein. Ich habe meinen Geschäftspartner in einem Feuergefecht verloren. Und ich habe meine Unschuld verloren, als ich eine Waffe genommen und eine Kugel durch meinen Rivalen geschossen habe. Er hat überlebt. Zumindest für eine Weile. Was? Leute sehen meine Fliege. Achso, schon ist eine Fliege, keine Krawatte. Ich habe vorhin Krawatte gesagt. Und meinen wohlgepflegten Bart. Und denken, ich hätte alles im Griff. Was jetzt stimmt, aber so war es nicht immer. Klingt, als könnte dieser Typ wirklich eine Umarmung brauchen. Damals habe ich mir geschworen, dass ich etwas erreichen würde.
egal wie viel Arbeit und Zeit oder Geld ich investieren müsste, nichts davon würde mich daran hindern, das Beste zu geben, was ich zu geben hatte. Du kannst sehen, wie er sich ein Feuer in ihm entzündet. Eine brennende Leidenschaft. Da muss ich daran erinnern, dass jedes Scheitern nicht Stolperstein, sondern, wie heißt es? Ein Sprungbrett zu etwas Größerem und Besserem sein kann. Mein neuer Traum ist rein, er ist ehrlich. Etwas, was ein bescheidener Mann in einem weißen Anzug voller Stolz verfolgen kann. Ich werde eine neue Kette aus Hühnerrestaurants erschaffen, die Freude für die gesamte Welt bringen wird und für meine vergangenen Fehler aufkommen wird. Was? Das ist einfach wirklich so eine Origin-Story. Pop ist einfach da. Genau als der Moment intim wird, wirst du von einer bedrohlichen, schattenhaften Präsenz unterbrochen. Es ist das Spork-Monster. Aber wir haben es verschont, ne? Das mag uns jetzt, oder? Borko? Ich bin's. Ich hab gesagt, ich komme nicht zurück nach der ganzen Wir-kämpfen-bis-zum-Tod-Geschichte. Und vielleicht willst du mich wirklich nie wiedersehen, aber ich wollte nur sagen, dass es falsch war, dass ich dich angegriffen habe. Und ich entschuldige mich. Ich weiß, wie es ist, immer über die eigene Schulter schauen zu müssen. Monsterprobleme, nicht wahr? What? Ich bin froh, dass wir ihn nochmal wiedersehen. Also, es wäre ein bisschen schade gewesen, wenn wir ihn verschonen und dann nie wiedersehen. Das wäre ja. Wäre sinnlos. Ich wollte mich dafür entschuldigen, wie ich es dann direkt in den Angriffsmodus gegangen bin. Hätte der Kampf nicht eskaliert, wenn wir erstmal verteidigt hätten? Ich war nicht immer ein Spork-Monster, weißt du? Ich war auch mal hier an dieser. Was? Du warst mal ein Mensch? Nein, ich war ein Golden Retriever. Aber ich war immer noch ein Student. Bis eines Tages ein paar gemeine Kinder mit einem magischen Zauberbuch einen dunklen Zauber auf mich gewirkt haben und ich für immer verwandelt wurde. Es scheint, als gäbe es ein paar schlechte Köche in der Küche des Lebens. Spinny, zusammen bin ich mir sicher, dass wir sie besiegen können. Xenox, willkommen zum Stream. Ja, das Spiel ist sehr lustig. Wir simpen hier gerade für Colonel Sanders. Also für Anime Colonel Sanders. Haben wir ein Versteck und wir können darüber reden. Sein Versteck. Oh ja. Oh, direkt mit der Hühnerstatue. Und ich nehme an, das ist die Urne von seinem Urgroßvater. Scheinst du ein aufregendes Leben zu leben, Colonel Sanders? Jeder Tag kann ein Abenteuer sein, wenn du mit der richtigen Haltung beginnst. Was? Also wie gesagt, mit der Live-Übersetzung, das sollte ich nicht machen, wenn ich die Wahl habe. Aber bei diesem Spiel habe ich sie halt leider nicht. Vor langer Zeit habe ich die Entscheidung getroffen, niemals mit der Suche aufzuhören, niemals mit der Arbeit aufzuhören und niemals aufzuhören zu träumen. Hast du an neuen Rezepten in letzter Zeit gearbeitet? Ich bin immer sehr aufgeregt, wenn es darum geht, mit anderen Köchen über Essen zu reden. Oh, müssen wir uns, sagen wir es ihm? Komm, er hat mit uns auch eine seiner Zutaten geteilt. Ich präsentiere dir... Was ist Coleslaw? Also der Begriff sagt mir was, aber... Krautsalat. Okay. Verstehe. Ah, wir kriegen es sogar gezeigt. Es glitzert im Licht von Colonel Sanders luxuriösem Versteck. What? Und er ist direkt mega beeindruckt. Zusammen hauen wir rein, bis nur ein einziger Löffel voll in der Schüssel verbleibt. Hast du was dagegen, wenn ich den letzten Bissen behalte? Ich hätte es gerne hier, damit ich seinen Geschmack später bewundern und an diesen Moment zurückdenken kann. Oh, Colonel, du kriegst, was du willst. Das scheint sehr sentimental. Ja.
Vielleicht ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt, um etwas zu stöbern. Tap an item to discover more about the kernel. Ich glaube, die Urne ist ein bisschen sehr privat, oder? Das Huhn. Ein sehr realistisch aussehendes, ausgetauschtes Huhn. Es ist ein echtes Huhn. Es muss sehr wichtig gewesen sein, als er gelebt hat. Der wahre Staatsvogel des großen Staats Kentucky. Okay, was haben wir hier? Ich habe jetzt einfach seinen Safe geöffnet. Das wollte ich vielleicht gar nicht. 11, 11, 11. Der Safe öffnet sich. Kann ein Huhn im Sashimi-Stil zubereitet werden? Die Landschaft. Und dann kommt der Geist des Studenten schon wieder. Denkst du darüber nach, in die Welt hinauszugehen, um meinen Tod zu rächen? Nein, niemand mag dich. Ich habe nie deinen Namen gelernt. Wie sollte ich dich rächen? Ich könnte dir meinen Namen jetzt gerade sagen. Es ist... Siehst du nicht, dass ich mitten etwas drin bin? Du öffnest das Fenster ein Stück und der Geist des Studenten ist mit einem Windstoß nach draußen geschleudert. Was? Wer rahmt ein Babyfoto von sich selbst ein? Versucht für dich dieselbe Art Mensch, die ihr eigenes Gesicht als Logo der Firma, die sie gegründet, verwenden würde. Oh, einfach jetzt so voll Meta. Ich habe mich verdenkt, ich will ein Spiel entwickeln, wo man Colonel Sanders datet. Das ist offiziell von KFC. Du öffnest die Tür zu Colonel Sanders Kleiderschrank und findest eine Reihe von seinen weißen Anzügen darin. Du nimmst einen davon von dem Kleiderbügel und probierst ihn an. Das Jackett ist etwas groß für dich, aber es ist weich und gemütlich. Was? Du umarmst dich selbst und atmest den Geruch ein. Das heißt, dass das Zuhause ist da, wo dein Herz ist. Ist es das, was sie meinten? Wahrscheinlich aus der japanischen KFC. Das kann sein. Bevor du sich noch weiter umsehen kannst, hörst du, wie Colonel Sanders zurückkehrt. Er hat ein neues Gericht, an dem er gearbeitet hat. Und er möchte, dass du es probierst. Du versuchst, dich ganz normal zu verhalten, bis er fragt, warum du sein Jackett trägst. Ich verleihe die normalerweise nicht, aber ich muss sagen, es steht dir gut. Oh. Du hast vergessen, es auszuziehen? Du sagst ihm, dass es dir kalt ist, dann macht er nur das Feuer an. Ihm die Wahrheit sagen? Also, das ist ja nicht ein bisschen vage, die Wahrheit, dass wir uns umgesehen haben? Oder die Wahrheit, dass wir Gefühle für ihn haben? Imagine Amazon bringt sowas raus, wo mein Chef jetzt so staten kann. Ja, ich würde das spielen. Und wenn es nur für die Memes ist. Obwohl, das gibt's bestimmt. Irgendwer hat das bestimmt schon gemacht. Ich meine, es gibt einen John Cena Dating Simulator, wo alle Charaktere John Cena sind. Kein großer Move. Das funktioniert nicht. Du sagst ihm, dass dir kalt ist. Kannst du lächelt und nähert sich dem Kamin. Es ist warm am Feuer. Warum kommst du nicht ein bisschen näher? Plötzlich fühlt sich alles so an, als würde es zu schnell gehen. Die Abschlussprüfung ist morgen. Du solltest darüber nachdenken, was du morgen kochst. Das ist einfach Tag 3. Nach 3 Tagen kommt einfach die Abschlussprüfung. Was soll das für eine Kochschule sein? What the fuck? Ich sollte zu Hause sein und lernen. Überwältigt legst du das Jackett ab und rennst zur Tür. Aber der Gedanke, den Colonel in so einer emotionalen Phase zurückzulassen, lässt dich stehen bleiben. Colonel? Ja, Spinny?
Ich glaube, es ist der Beginn von etwas Wundervollem. Ich denke, du hast recht. Wir sollten die Dinge langsam gehen lassen. Was? Nötige Jugend. Die sind scheiße. Die machen Massentierhaltung. Oh, ein Anime-Game von denen. Wie cool. Ich glaube nicht, dass die heutige Jugend KFC nur deshalb scheiße findet, weil Massentierhaltung betrieben wird. Also, ich glaube, es gibt wenig an Fast Food und sonstigem, was keine Massentierhaltung betreibt. Ich finde Massentierhaltung unnötig, weil es ganz ehrlich so viel Fleisch, wie weggeschmissen wird, zeigt eigentlich, dass es zu günstig ist. Und wir sind in zu großem Überfluss. Und ich finde es nicht verwerflich, Fleisch zu essen, aber ich finde es verwerflich, ein Tier zu töten, wenn man es sich danach auch isst. Also, wenn man jetzt nicht gerade von, also im Sinne auch von Jagen oder halt zu Mastzucht und dann nicht essen. Weil ich finde, das ist Verschwendung von Leben. Also von Leben, nicht von Leben. Ich meine, klar, es gibt natürlich Fälle, wo man ein Tier tötet, da, wo ich nicht erwarten würde, dass man es isst, aber das wäre jetzt eher im Sinne von Tier einschläfern oder Tier in Selbstverteidigung töten. Was normalerweise eigentlich ja nicht passieren sollte. Ihr redet bis in die späte Nacht und driftet in einen sanften Schlummer. Oh je. Traumsequenz! Was? Du wachst zu einem wundervollen Morgen in Colonel Sanders Versteck. Hast du die richtige Entscheidung getroffen darüber, wie du auf Colonel Sanders reagierst? Nur die Zeit wird es wirklich sagen. Ich finde, sobald es Laborfleisch gibt, anderes Fleisch verboten werden sollte und das hat sehr viele Gründe. Ja. Also, ich glaube nicht immer, dass man es unbedingt verbieten muss. Ich glaube, es wird sich einfach langfristig dahin bewegen. Also, ich finde es auf jeden Fall gut. Ich glaube, es wird allein schon viele geben. Vor allem, wenn du es halt. Ich glaube, es wird viele Vorteile haben, wenn sich das durchsetzt. Ich meine, im Moment musst du dich ja eh entscheiden zwischen, willst du, dass das Fleisch halbwegs ökologisch sinnvoll produziert ist, weil dann musst du aus Massentierhaltung nehmen. Und mit richtig schrecklichen Bedingungen für die Tiere? Oder willst du, dass die Tiere irgendwann auch mal die Sonne gesehen haben? Und halt nicht nur irgendwie auf minimalstem Raum die ganze Zeit gestanden haben oder gelegen haben und fett gefüttert wurden. Heute ist der Tag, der den Rest deines Lebens verändern könnte. Du denkst über die geheimen Zutaten nach, die du gerade gelernt hast. In manchen Orten ist Weiß nicht einmal legal. Aber wenn das Rezept ein Geheimnis ist, wie werden sie es wissen? Viele Leute würden Naturfleisch verweigern, weil sie es unnatürlich finden. Dann sollten die Leute aber auch Autos verweigern, weil die unnatürlich sind. Die Gedanken werden unterbrochen, als Colonel Sanders in den Raum kommt. Er hält ein wundervoll angerichtetes Frühstück und dir läuft das Wasser im Mund zusammen, als du es siehst. Ein einfaches Frühstück, das ich gerade mal eben schnell gemacht habe. Wow. Du probierst Colonel Sanders Essen und es nimmt dich mit auf eine Reise. Hat KFC gerade verraten, dass sie illegale Zutaten verwenden? Das wäre lustig, ja. Als du zurückkehrst, wartet er auf dich mit einer wichtigen Frage. Würdest du sagen, dass wir das perfekte Paar sind? Meine Kochkünste und deine Geschmackskosten meine ich natürlich. Oh. Wir müssen. Senpai, du musst mich. Hat mich genotest, aber ich möchte, dass du auch mich noch mehr notest. Ich glaube, wir könnten ein großes, tolles Team abgeben. Eine einzelne Träne sammelt sich in seinem Augenwinkel, als er zum Fenster raussieht. Oh! Mit dem richtigen Geschäftspartner weiß ich, dass ich nicht scheitern kann. Geschäftspartner, könnte er dich meinen? Das geschieht alles so schnell! Überwältigt mit Gefühlen und mit Emotionen und verwirrt von deinen eigenen Gefühlen, bist du am Rand der Tränen. Du kannst nicht sprechen und die einzige Antwort, die du finden kannst, ist zur Tür rauszurennen und nach Hause zu laufen. Es ist immer noch liegt immer noch ein Schultag vor dir. Die Koch-Universität wartet für niemanden. Er hat dich geschäftzoned.